Leute, was gab Drops hier? Begann statt für schnell kommt zum weiteren Video hier auf meinem Anonymous Channel. Und ja, wie gesagt, der letzte Upload für heute. Und zwar seht ihr jetzt einen Knockout Nuklear, was die ein oder andere sich wahrscheinlich schon gedacht haben. Das Ganze ist von Chrysler spielt. Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Das Ganze ist ein Herrscherspiel. Die Nuklear hat ein bisschen länger gedauert, deswegen ist die ein bisschen geschnitten, weil wir haben nur noch getriple-capped zum Schluss. Also ich habe auch mitgespielt und die Teammates haben die ganze Zeit getriple-capped. Deswegen war die Nuklear ein bisschen langsamer. Deswegen habe ich eine 10er Streak oder so gecuttet. Deswegen gönnt euch auf jeden Fall das Gameplay. Schaut wie gesagt bei Crystal vorbei. Ich wollte jetzt so mal mein Statement zu den Videos heute sagen und auch zum DLC nochmal. Ich weiß, ihr habt es schon zwei oder dreimal gehört, die Statements zu den DLCs und so weiter. Aber so kurzfristig fallen einem keine Themen ein, wo man dann im Video behandeln kann und so weiter. Deswegen ist auf jeden Fall nochmal so ein Video am Start. Deswegen, also als erstes zu den Videos, ich weiß, dass die Videos nicht so gut ankommen, weil es halt vier Videos an einem Tag sind. Das war uns auch bewusst oder ist mir auch bewusst gewesen. Aber wir wollten halt die Nukleas raushauen am ersten oder zweiten Tag. Wir sind jetzt auch der erste Clan überhaupt, der alle vier Gameplays, also auf allen vier Maps, Nuklear hochgeladen hat. Es hat noch kein anderer Clan gemacht. Doom und Carnage haben auf zwei Maps nur eine Nuklear hochgeladen und Apex weiß ich gerade gar nicht, ob die überhaupt auch drei oder vier hatten. Ich weiß gerade nicht, oder nur zwei, weil gestern hatten sie auf jeden Fall zwei. Muss ich auf jeden Fall nochmal schauen, aber nach meines Wissens sind wir der erste Clan, der auf allen vier Maps eine Nuklear hochgeladen hat. Und wie gesagt, mir war es halt wichtig, dass wir die so früh wie möglich raushauen, weil das DLC wird eh wieder nach zwei, drei Tagen jetzt wieder ausgelutscht sein, außer vielleicht der Zombie-Modus. Weil, keine Ahnung, am Anfang tut eigentlich jeder Pubstumper nur auf die Gameplays auf den Maps schwitzen, also auf den Nuklear und so weiter. Dann sind die Maps wieder ausgelutscht, weil man sieht jetzt auch fast gar nicht mehr zum Beispiel Gameplays auf den DLC-Maps vom ersten DLC. Ich habe fast gar keins mehr gesehen, außer ab und zu einen 6-Mann Hardcore-Gameplay, was auf den DLC-Maps ist. Deswegen ist halt meine Meinung, dass man so schnell wie möglich die Gameplays raushauen sollte, die man auf den DLC-Maps hat. Und ja, deswegen, das war erstmal das Statement dazu. Und das Statement zu den Multiplayer-Maps meiner Meinung nach ist, dass sie mega scheiße sind, weil, keine Ahnung, wir haben die gespielt, ich bin nur ausgerastet, wir sind allgemein alle nur ausgerastet, ich, Chaos und Crystal, wir haben die ganze Zeit heute gespielt, also nicht die ganze Zeit, aber so 3-4 Stunden haben wir zusammen gespielt und wir sind fast nur ausgerastet. Finn hat zwar zwei DLC-Nuklears gemacht und Crystal eine, die drei habt ihr ja heute schon gesehen oder seht ihr jetzt, aber trotzdem, die Maps sind purer Abfuck meiner Meinung nach, also mir gefallen sie gar nicht. Bei Knockout zum Beispiel, die ist mir viel zu groß, irgendwie, keine Ahnung, die kann man irgendwie mit Turbine vergleichen, jetzt nicht so vom Aufbau und so, aber von der Größe kann man die auf jeden Fall mit Turbine meiner Meinung nach vergleichen. Die einzigste Map, die ich spielbar finde, ist, sag ich mal, Rift. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da nämlich Spawntrap Gameplays draufkommen, wie 200 Plus und so, oder Triple Nuclears oder 100er Gunstreaks, Squad Nuclears. Weil auf der ist, denke ich mal, im Spawn mega was möglich, weil dort kann man mega krass Spawn-Trappen, habe ich schon gemerkt, wie wir vorhin gespielt haben. Und die Spire-Map, die auf dem Flugzeug, also die, wo so Terminal-artig ist vom Design, da könnte ich mir auch noch was vorstellen, dass da noch demnächst Hardcore-Gameplays ein paar kommen. Aber in Core, denke ich mal, wird außer eine Double nichts mehr kommen. Und deswegen, keine Ahnung, beim ersten DLC, da war wenigstens Skyjack dabei, wo mega gebockt hat, mal wieder Hijack zu spielen im anderen Design und so weiter, aber in dem DLC ist Virtue zum Beispiel dabei, die finde ich auch der größte Rotz, die erinnert mich irgendwie an den Black Ops 2 Zombie Modus an Buried, weil da auch so Tunnel und so weiter sind. Bei dem, ich schon gespielt habe, wird wissen, was ich meine. Und ja, wie gesagt, das war mein kurzes Statement-Video zu dem neuen DLC Eclipse. Morgen wird auf jeden Fall noch ein Zombie-Video kommen von Fame, da könnte ich auf jeden Fall auch mal drauf freuen. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.